Der 83. Automobilsalon beginnt dieses Jahr zwar noch bei winterlichem Wetter, trotzdem zeigen die Hersteller hier gerade gerne ihre schicken Cabriolets und Sommermodelle und die Besucher strömen bereits an den Pressetagen reichlich, um über neueste Technik und modernstes Design zu berichten. Denn in Genf sind alle größeren und kleineren Marken sowie Fahrzeugveredler der Spitzenklasse und Hersteller von Werkstattausrüstungen und Zubehör vertreten. Der Genfer Automobilsalon zählt zu den 5 wichtigsten internationalen Automobilmessen, bei denen die Produkte an 2 Pressetagen rund 10.000 Medienvertretern aus der ganzen Welt präsentiert werden. Rund 260 Aussteller teilen sich eine Bruttoausstellungsfläche von inzwischen 110.000 Quadratmetern. Die Veranstaltung belegt einmal mehr alle 7 Hallen der PAL-Expo. Dabei wurde die Halle 6 nochmals vergrößert und der Bereich hinter dem Haupteingang umgebaut, um für die neue Halle 3 Platz zu schaffen. Über 130 Welt- und Europapremieren alleine im Bereich Personenwagen, Spezialkarosserien und veredelte Personenwagen wecken das Interesse der Medien. Zu den erstmals präsenten Ausstellern gehören Quoros, eine chinesische Marke, die hier ihr Europadebüt mit einem preiswerten Modell mit relativ üppiger Ausstattung gibt, sowie McLaren, ein Sportfahrzeughersteller, dessen Modelle sich eher am obersten Ende der Preisskala wiederfinden. Zu den 11 Besuchertagen kommen rund 700.000 Besucher, davon sind etwa 40% aus dem Ausland. Jeder kann hier das Auto der Träume und die allerneuesten Technologien finden, allerdings dürften nur 10% der rund 900 ausgestellten Fahrzeuge als umweltfreundlich bezeichnet werden. Eine ganze Halle ist nur den Zulieferern und Werkstattausrüstern gewidmet und richtet sich damit in erster Linie auf den Schweizer Markt. Mit dabei der führende deutsche Hersteller von Schmierstoffen Liquimoli, der mit einer attraktiven Fotoaktion um das Interesse der Besucher wirbt. Über alles zu berichten sprengt diesen Rahmen. Wir konzentrieren uns deshalb auf einige technische und optische Highlights der Aussteller. Selbstbewusst präsentieren sich alle Marken der VW-Unternehmensgruppe. Dabei fällt auf, dass nicht überall die komplette Modellpalette gezeigt wird, sondern aus Platzgründen die wichtigsten Neuheiten oder die attraktivsten Fahrzeuge. Der neue VW Beetle Nostalgie in unterschiedlichen Ausstattungen ist repräsentativ für verschiedene Epochen und ist mit dem neuen Design richtig erwachsen geworden. Im Stammhaus freut man sich außerdem über den Titel Car of the Year 2013 für den Golf 7. Eine Jury bestehend aus 58 Automobiljournalisten aus 22 europäischen Ländern testete 32 Autoneuheiten und wählte dann den Sieger nach den Kriterien Innovation sowie Sicherheit, Design und Qualität. Das gleiche gilt natürlich für den Sportwagenhersteller aus dem Haus. Hier sorgt bei Porsche der neue GT3 in Cup-Sportausführung wie auch als Straßenversion für große Aufmerksamkeit. Die Firma Ruf aus dem bayerischen Pfaffenhausen beschäftigt sich mit Porsche. Bereits seit 35 Jahren haben sie speziell mit den Turbomotoren große Erfahrung gesammelt. Neben den sportlichen Modellen fällt auch der Panamera RXL auf, eine besonders luxuriöse Variante mit verlängertem Radstand und höherer Leistung. Bei Audi wird das Thema Motorsport durch den R8 LMS Ultra fortgeführt, ebenfalls einem reinrassigen Rennwagen, der bis zu 570 PS leistet und ebenfalls in der GT3-Serie startet. Daneben befinden sich aber auch viele alltagstauglicheren Modelle, die die Herzen der Automobilinteressenten höher schlagen lassen. Sehr gelungen sicherlich der R8 V10 Spider und das elegante Coupé R7. In diesem Zusammenhang darf man das Haus Abt nicht vergessen, den erfolgreichen Tuner für VW und Audi. Gerade im Zeichen der 4 Ringe sind hier vor allem straßentaugliche Hochleistungsvarianten zu bestaunen, wie bei vielen vorgeführt von attraktiven Damen. Nicht vergessen darf man natürlich die Hersteller von Fahrzeugen für die breite Masse. Bei Skoda setzt man dieses Jahr stark auf die neuen Varianten des Octavia, die sich wahrscheinlich auch wieder gut verkaufen dürften. Auch Seat sieht seine urbane Verantwortung mit attraktiven Modellen und untermauert dies mit einer sehenswerten Puppenpräsentation.
Opel zeigt sich offenherzig. Das neue Cabriolet Cascada ist sicherlich alltagstauglich und viele interessante Applikationen werten die Modellpalette auf. Mit dem kleinen Adam wird sogar eine völlig neue Zielgruppe angesprochen. Jung, witzig, frech und urban. Image und Lebensfreude für jeden vermittelt dann erst recht Mini. Zwar wird mit dem Siegerfahrzeug der Rallye Paris-Dakar auch etwas Sport gezeigt, aber auf diesem Stand geht es mehr um Fahrfreude für junge und junggebliebene und viele individuelle Lifestyle-Möglichkeiten. Die Fiat-Gruppe bietet ebenfalls Emotionen mit neuer Technik. Der Fiat 500 in unterschiedlichen Leistungsbereichen und der neue größere Minivan 500L als Trekking mit Crossover-Outfit. Und bei Alfa gibt der 4C sein Debüt, ein Seriencoupé als neues sportliches Paradepferd. Nicht gerade nostalgisch sieht die neue Corvette Stingray aus. Trotzdem könnte dieses Modell zumindest vom Erscheinen her an die Erfolge alter Tage anknüpfen. Die Branche scheint nach wie vor im Leistungsrausch. Auch bei Mercedes stehen viele leistungsstarke Modelle mit AMG-Antrieb im Vordergrund, aber auch das neue E-Modell mit V8. Sicherlich nicht nur von der Lackierung interessant, der SLS AMG Coupé Electric Drive, womit schon deutlich wird, dass sich der E-Antrieb eventuell gerade im sportlichen Bereich leichter etablieren lassen wird. Tesla kann hier ja schon auf einigen Erfolg und Erfahrungen mit Serienmodellen für die Elektromobilität verweisen. Roding Automobile zeigt ein Chassis mit Siemens-Steuerung und Elektroantrieb als Konzept, welches auch ohne Karosserie schon spektakulär aussieht. Bei BMW steht dafür mit dem i8 ein aufsehenerregender Elektrosportwagen in den Startlöchern. Man darf gespannt sein, wie sich das Konzept umsetzen lässt. Zuerst wird aber der i3 auf den Straßen zu finden sein. Futuristisch sehen in jedem Fall beide aus und werden sicherlich ihre Zielgruppe finden. Aber BMW setzt nicht nur auf Elektrizität, auch die andere Modellpalette wird kräftig aufgewertet. Attraktiv mit klarer Linienführung der neue Dreier als GT. Er hat einen üppigen, flexiblen Kofferraum, sieht blendend aus und schließt die Lücke zwischen Limousine und Touring. Natürlich dürfen wir auch bei BMW die Edeltuner nicht vergessen. Bei Alpina glänzen die leistungsgesteigerten Modelle mit klassischen Farben in Lack, während die Fahrzeuge bei AC Schnitzer durch ihre matte, einmalige Kupferlackierung auf sich aufmerksam machen. Zwischen all den neuen Modellen und Premieren fällt es schwer, den Überblick zu bewahren. Spektakuläre Designs neben alltagstauglicher Funktionalität. Chromblitzende Luxus- und Sportmodelle und viele Alltagsfahrzeuge, häufig von attraktiven Damen präsentiert, wohin das Auge schweift. Eines ist sicher, Genf ist und bleibt zu Recht unter den Top 5 der internationalen Automobilmessen. Mit Freude darf man schon auf den nächsten Autofrühling in der Schweiz warten.